Ja, guten Morgen, Freunde. Mein lieber Scholle, das war nachgeschneit. Okay. Wollen wir uns einen Kaffee und fangen wir an? Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Charity-Aktion hier beim Hillbilly auf dem Kanal. Ja, wenn man so rausschaut, sieht man, man hat wieder mal einen ordentlichen Winter bekommen. Baden-Württemberg, Bayern, Österreich, die Schweiz, da geht es richtig gut ab. Bei den Österreichern vielleicht schon ein bisschen zu viel. Und da sind natürlich die Rettungskräfte rund um die Uhr im Einsatz. Vorne mit dabei natürlich die Freunde von der Bergwacht. Und da machen wir heute wieder mal einen kleinen Charity-Verkauf zugunsten hier dann der Bergwacht. Und da werden wir noch zwei coole Taschenmesser raushauen. Und für die Jungs, die dann draußen gern unterwegs sind, noch so einen wahnsinns coolen EDC-Van-Quest. Katara 16 EDC, neues Modell, super cool. An der Stelle natürlich recht herzliches Vergeltskot an VanQuest und an Tools for Chance für den geilen Support. Ja, Freunde, Bergwacht, wichtige Organisation, alles ehrenamtlich, müssen sich das meiste von ihrer ganzen Ausrüstung und persönlichen Equipment selber kaufen. Darum habe ich gedacht, machen wir hier ein bisschen einen Charity-Verkauf, um da ein bisschen jemanden damit eben dann supporten zu können, wenn sie dann eben mit dem Geld irgendeine Ausrüstung kaufen können. Gibt vielleicht ein neues Funkgerät oder so. Ja, womit fangen wir an? Ich würde sagen, zuerst mit dem kleinen Messerchen, dann mit dem schönen Taschenmesser. Das ist eine Spende von einem, sagen wir mal, Stammtischbruder von den Eisenbacher EDC Gear Stammtischfreunden. An der Stelle recht herzliches Vergeltskot und dann machen wir den Rucksack. Es ist diesmal keine Charity-Versteigerung, weil da war bei den letzten Malen immer einer dabei, der sich da nicht mehr gemeldet hat, wenn es dann ums Zahlen ging und irgendwelche utopischen hohen Beträge geboten wurden. Darum machen wir jetzt hier einfach einen Verkauf. Ich werde unten im ersten Kommentarfeld die drei Artikel setzen, nochmal auflisten, den Preis dahinter schreiben, wenn es verkauft ist, dass es verkauft ist. Und wenn dann doch wieder jemand abspringt, kann ich einfach wieder hinschreiben, steht nach wie vor noch weiter zum Verkaufen. Dann hat man da einfach einen Fixbetrag und nicht... Der erste bietet 10 Euro, der nächste grätscht rein mit 150, dann bietet keiner mehr, interessiert es keiner mehr und der mit 150 meldet sich nachher nicht zum Zahlen und es ist ja Unsinn. Da war jetzt leider immer mal was dabei, wo ich mich geärgert habe, da habe ich gesagt, wir machen jetzt hier einfach einen Gearverkauf zu festen Preisen und dann kommt das ganze Zeug, geht das ganze Material auf die Reise und das ganze Budget aufs Konto von der Bergwacht. Porto geht auf mich, müsst ihr dann also keins zusätzlich mit berechnen. Die Preise vom Gear ist euer Fixpreis. So, jetzt würde ich sagen, jetzt holt euch alle noch schön einen Kaffee und dann schauen wir uns die drei Artikel noch genauer aus der Nähe. Der erste Artikel ist ein von mir neu gekauftes Cold Steel Mini Tech Bowie. Gibt es schon ein Video online drüber, könnt ihr euch mal anschauen. Kommt in Originalverpackung. Mit dabei lange schwarze Kugelkette. Könnt ihr auf euren Wunschgröße kürzen und das kleine Bowie in der Secure-Scheide. Schöner Bowie-Style, glatte Klinge, 80er 13 MOV Stahl. Cooler, sicherer Griff, also auch schön was fürs Outdoor. Ja, so ein THC-Patch habe ich noch einen. Den schmeißen wir gerade noch mit rein. Also hier Set Nummer 1, wer daran interessiert ist. Original, neu, von mir gekauft und für die Aktion gespendet. 25 Euro wäre dann das Set. Modell Nummer 49 HCF. Könnt ihr dann nochmal nachgoogeln bei mir. Im Kanal gibt es das Video dazu. Für das Set hätte ich gerne 25 Euro. Wer Interesse hat, schreibt mir bitte eine Nachricht. First in, first out, der erste, wo sich meldet. Bezahlung dann per PayPal möglich. Und dann geht das Messer zu euch auf die Reise. Hier haben wir Set Nummer 2. Dann lege ich noch eine schöne Messerpouch von Tools for Chance mit dazu. Da könnt ihr dann das Messer schön drin aufbewahren zum Beispiel.
Und hier handelt es sich um eine Messerspende von einem Stammtischbruder, und zwar das Amari Knives Pocket Peak Folder in Grau mit Sandvik 14C28N Stahl. Messer kommt in Originalverpackung. Weiß ich gar nicht, ob ich das Video schon dazu online habe oder ob es das noch kommt. Richtig schöner Flipper. G10 Carbon Laminat Deep Carry Kugel gelagert. Läuft richtig cool. Pocket Peak 14C28N Stahl. Richtig schöner, sage ich mal, großer Gentleman Flipper. Liner Lock verriegelt. Einwandfreies Teil. Dazu gibt es noch die Pouch von TFG. Da kann man das wunderbar mal drin verstauen. Das ist schön versorgt. Wir haben fast eine 9 cm lange Klinge aus gutem schwedischen Sandvik Stahl. Wenn mich nicht alles täuscht, Amare Knives, da ist Uli Hennecke, steckt da dahinter. Deutscher Messermacher mit coolen Foldern am Start. Für dieses Set Messer plus Tasche in absolutem Neuzustand hätte ich gern 75 Euro. Versand geht auf mich. Tja, Freunde, und jetzt kommen wir sozusagen zum Hauptpreis. Diesem Nigelnagel 9, der ist nicht nur neu, sondern das ist auch noch das ganz neue Modell. Da ist das Video auf jeden Fall schon dazu online. Könnt ihr mal suchen, gebt einfach bei mir im Kanal VanQuest und Katara ein, beziehungsweise ich werde das Video auch unten verlinken in den Kommentaren. Ein super cooler EDC-Rucksack, verstellbar mit beiden Gurten oder auch nur auf einen Gurt, wenn ihr den lieber dann so mit einem Gurt tragen wollt. Überall, ne, Smolle-Programm, hier die neuen Schlaufen dran, schön in Blaze Orange mit Netz, das volle Programm. Hier oben nochmal Tasche mit Netzen drin, Nigelnagel neu. Und hier nochmal Fach, da könnt ihr auch schön für die Schule nehmen, passt ein schlankes Notebook rein, draußen, outdoor, in der Natur, wie auch immer. Sehr universell einsetzbarer 16 Liter Universalrucksack. Da legen wir euch noch was mit rein. Ich würde sagen, genau, für die Freaks, da machen wir noch schön den neuen Cold Steel Katalog mit rein. Dann habt ihr noch was zum Lesen. Und hier haben wir noch ein cooles taktisches Magazin, Kommando International Special Operations Magazin. Heute Spezialthema KSK. Ne, für die Spezialisten habt ihr noch ein bisschen Lesestoff dabei. Und wenn ihr in der Natur unterwegs seid, ne, und ne, gerade im Winter so, Wärme ist immer ganz wichtig. Ich habe noch eine Tüte vom guten Kienspan vom BFG gefunden. Den Kienspan könnt ihr euch da noch schön ein warmes Feuerchen draußen in der Natur anmachen. Das ist natürlich geil. Und eine Info-Päckle von der Bergwacht gibt es auch noch mit dazu. Denn das ist ja hier eine Bergwacht-Support-Geschichte. Und wisst ihr was? Ich habe hier noch einen schönen Tools for Chance Patch. Und da das hier von denen gesponsert wurde, machen wir natürlich noch hier diesen Patch mit dazu. Ne? Die Tasche geht natürlich noch viel weiter bis runter auf. Ne? Aber ich sag's euch, wer sich dafür interessiert, wird sich natürlich mit Sicherheit das ganze Video von dem Rucksack anschauen. Ich werde es unten verlinken. Und dann wisst ihr, was ihr hier kaufen könnt. Die neuen Schnallen sind echt gut zu greifen. Könnt ihr auch mal schön hier abschließen. So. Den Patch, den packen wir noch hier. Ne, ich lass mal, den packen wir gleich hier drauf. So, hier haben wir schön noch VanQuest. Dann packen wir hier noch schön das Tools for Chance Logo hier drauf. Okay, Freunde, das ist dann Paket Nummer 3 und da gibt es eigentlich ein Sonderangebotspreis. Das hier könnt ihr
bekommen. Für 175 Euro, das ist ein Schnäppchen, also das ist dann hier schon mal fast 25 Euro unter Ladenpreis. Also macht da noch einen guten Deal mit einem super Rucksack und unterstützt auch noch gleichzeitig für einen guten Zweck die Bergwacht. Also ich würde mal sagen, besser geht nicht hier am Sonntagmorgen. Cooles Teil, Kärtle von mir, packe ich auch noch euch mit rein. Und da würde ich sagen, das war's jetzt hier mal mit den drei Produkten. Ich hoffe, ja, es ist für was für euch dabei. Und wer sich entscheiden will, hier was zu kaufen, schreibt mir eine E-Mail. Werde ich auch nochmal drunter schreiben. Ist aber in meiner Kanalbeschreibung oder einfach an hauser@posteo.de. Bezahlung dann per PayPal und dann geht das Zeug. Jedes Ding geht auf meine Kosten versichert per DHL an euch raus. Versand Deutschland und wir packen Österreich gerade einfach auch noch mit dazu. Okay, Freunde, Schweiz, da müssen wir dann nochmal drüber reden, weil Schweiz ist halt wirklich so eine Sache. Versichert das Paket 100 Kilometer darunter, da mit dem Zoll und allem drum und dran, da nimmt die Post dann schon mal gerne 35 bis 40 Euro. Das können wir nicht machen, aber Deutschland, Schweiz ist mit, Deutschland, Österreich ist mit dabei. Okay, dann sage ich ja schon mal danke und wir zappen nochmal schnell zurück an den Schreibtisch. Wie gesagt, für dieses Set 175 Euro. Ja, Freunde, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen euer Interesse geweckt, da mitzumachen. Cold Steel Mini Tag Bowie für 25 Euro. Das Amare Knives, der Pocket Peak Folder in Grau mit Messertasche für 75 und den guten Vanquest Katara für 175 Euro mit dem noch ein bisschen Lesestoff mit dabei und einem coolen Patch. Okay, Freunde, dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß in dem tollen Winter. Passt auf euch auf, geht keine Gefahren ein, bleibt auf den Pisten, nicht abseits der Pisten klettern, fahren, wandern. Das ist lebensgefährlich, nicht nur für euch, sondern nachher dann auch wieder für die Jungs von der Bergwacht losrücken müssen, um euch zu retten. Also bleibt schön auf den sicheren, ausgewiesenen Pisten. Ja, und dann bleibt mir nur noch einen schönen Sonntag zu wünschen und vielen Dank für euren Support. Links und alles unten in den Kommentarfeldern zu den Videos. Für den Fall, dass das Amare noch nicht online ist, schalte ich das einfach jetzt noch schnell mit frei. Dann könnt ihr euch das auch noch anschauen und könnt auch alle drei Produkte kurz anschauen. Und ja, schreibt mir dann Mail, hose@posteo.de, first in, first out. Porto geht auf mich, Bezahlung dann per PayPal. Und dann können wir, wenn es vielleicht heute alles noch erledigt wird, heute Abend noch eine Spende an die Bergwacht schreiben. Ja, an der Stelle darf ich mich bei euch bedanken fürs Zuschauen, fürs Shoppen. Hier nochmal danke an den, der anonym bleiben möchte, Stammtischbruder vom Stammtisch, der hier das Amare gespendet hat, und an Tools for Chance und Vanquest für den super coolen Rucksack. Ja, apropos Everyday Carry Gear Stammtisch. Wir haben einen neuen Termin, 31. März, Sonntag, im Bogensporthotel Bad in Eisenbach. Haben wir wieder einen ganzen Tag für uns, wieder den Saal. Es wird wieder ein Buffet geben. Weitere Infos, sobald ich es habe, aber kreuzt es euch schon mal an dem Termin. 31. März 2019, Bogensporthotel Bad in Eisenbach im Schwarzwald. Haben wir wieder einen ganzen Tag Everyday Carry Gear und Tool Stammtisch. Okay, Freunde, das war's. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hebeli, macht's gut. Bye, bye. Und natürlich unendlich vielen Dank an die ganzen ehrenamtlichen Rettungskräfte da draußen, die uns den Allerwertesten retten, wenn mal irgendwas schief ging. Also, ciao Freunde, macht's gut. Bye bye. Passt auf euch auf, euer Hebeli.